Was für ein Tag gestern. Ich war erst ziemlich lange auf der Suche nach einer passenden Story. Und dann überraschte mich Sandro mit seinem Anruf und ich konnte zu einer Gerichtssimulation. Das war quasi eine Abschlussprüfung für Anwälte. Und da hatte ich dann den perfekten Artikel für gestern Abend gefunden. Sonst hätte ich beinahe über einen wahrscheinlich Baseballkorb beim Krankenhaus berichtet. Ansonsten verlief der Abend relativ interessant. Ich habe mit Roy kurz gesprochen und es sieht so aus, als könnten wir uns vorstellen, dass wir irgendwie in einer Art und Weise kooperieren, da ich ja irgendwie kaum Interessenten finde, die auch schreiben wollen. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben das Gespräch nicht ausführlich besprechen können. Und dann habe ich den restlichen Abend noch mit Gesprächen verbracht. Unter anderem hat mir Sandro nochmal die Situation erklärt für seinen Ausbruch am Vorabend gegenüber Philipp und hat mir auch noch gestanden, dass er mich wohl sehr mag. Ja, irgendwie werden es gefühlt immer mehr, nur ich bin nicht so weit. Ich bin einfach noch nicht so weit. Mal sehen. Philipp habe ich gestern nicht gesehen. Da gibt es keine Neuigkeiten. Ansonsten habe ich Toni noch getroffen. Er hat mir ein Geheimnis anvertraut. Er ist jetzt eine Gang beigetreten und hat mich dazu aufgeklärt. Und ich habe Liam nach langer Zeit mal wieder gesehen. Er ist auch in der Familie und das hat mich sehr gefreut. Wir können irgendwie wunderbar miteinander lachen. Das hat mir richtig gut getan am Ende des Abends. Und jetzt muss ich ganz schnell in die Stadt irgendwie ein Outfit finden. Und dann geht's zur großen Gerichtsverhandlung von Officer Schwarz. Ich bin total gespannt. Das ist die erste öffentliche Verhandlung in der Stadt. So, los geht's. Oh Gott, was zieh ich noch an? Habe ich irgendwas im Kleiderschrank? Das finde ich eigentlich ganz gut. Was ist das denn? Nee. Oh. Ich glaube, ich nehme das erstmal. Richter. Gott, Roy. Bist du heute dabei, DOG? Wie hier jemand rasen? Gott, wie laut.
Hallöchen, guten Tag. Hallo, Hallo. geht's Gut, gut, bin gerade aufgewacht und werde jetzt mich beeilen, glaube ich, um dann zur Verhandlung zu kommen. Da hatte ich eigentlich auch vor, hinzugehen. Ja, gehst du hin? Natürlich, natürlich. Bist du allein oder nimmst du jemanden mit? Wir können ja zusammen hingehen. Ja, können wir mal gerne machen. Ich müsste nur noch mich darum kümmern, dass mein Rollroll hier wieder glänzt und nicht so voller Löcher ist und keine Platten mehr. Oh Und ich bin je. hier beim PD, ich bin 2 Minuten drin und der fällt den Jude an und Ah. schießt einfach auf mein Rollroll. Ja gut, ich gehe noch ganz kurz ins Shoppen im Laden und dann würde ich auch. Soll ich dann zum PD kommen gleich? Nun, ich brauche Werkzeug, ich muss den Wagen wieder flott machen. Ach so, ich habe ein Reparaturkit. Ja, dann warte ich hier so lange, Pass kein auf, dann komme Problem. ich erst zum PD und dann gehen wir kurz zusammen noch zum Shop. Der ist ja gleich einer ums Eck. Ich bin sofort da. Bis gleich. Ebenso. Nicht so träumen. Junger Mann, Nee, junge hallo Dame, Opa, kann ich dir können Sie helfen? mich hoch zum Gericht fahren? Ach so, ja, ich fahre aber noch kurz zum PD zu Roy. Okay. Eine Sekunde. Ich bin ganz einsam. Ah, da bist du ja. Ja, hi. Schau mir, was ich dir gesagt habe. Boah, die hat so 3,50 Meter Höhe. Kannst du dem bitte sagen, dass du einen Penis hast? Bitte was? Was hab ich?
Nee, das ist ein ganz komischer Einstieg gerade. Aber ja. Ich gebe dir jetzt mal, du brauchst das Kit, ne? Ja. Bitteschön. Und ich gehe mal ganz kurz da drüben in den Laden, ne? Da komme ich gleich hin, ja. Ja? Okay. Wunderbar. Was ist das für ein schicker Roller? Das ist meiner, mein Grashüpfer. Nicht? Das ist ja echt knapp, da wird unterwegs, hm? Ja, das Einzige, was ich fahre. Ich fahre ja kein Auto. Ach, das wird noch. Oder das wird sicher nichts. Haben es schon einige versucht bei mir. So. Ben? Lass mal treffen. Okay. Oh Mann. Und die sind einfach weitergefahren. Hat er mich jetzt echt überfahren? Oh mein Gott. Scheiße. Ich. Scheiße, warte mal, ich muss hier weg. Warte, ich renn mal in den. Was war das denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Geht's dir gut? Ja, ich wurde gerade zweimal angefahren von dem blauen Auto und weiß überhaupt nicht, wer das ist und warum. Willst du einen Joint? Nee, danke. Ich rauch nicht. Und hi, Pascha. Wer hat dich angefahren? Ich weiß es nicht. Dieses blaue Auto. Zweimal. Einmal mit dem Roller. Nein, nein, nicht das Auto. Ach, nee, ein blaues. Hallo, hi. Ach, schön. Na? Gleich ist die Gerichtsverhandlung. Kommst du auch? Ja, natürlich. Ich wollte mich eigentlich gerade umziehen, aber da wurde Sarah hier in Mitleidenschaft gezogen. Oh, Gottes Willen. Wer sind die? Ja. Aber die sind jetzt weg, oder Roy? Die sind weg, ja, steigt okay. Ein. Wir gehen uns woanders umziehen. Ja, wir gehen uns lieber woanders umziehen. Den Roller ja, lasse ich jetzt ungern, hier. Ja. Ich kann nicht mehr, das gibt's ja nicht. Oh, scheiße. Und dann kann ich vergessen. Naja, mal. Da sind sie. Wie sind das? Ja! Ja, die sind es! Sieht mein Auto wieder aus wie Scheiße. Ja, mein Roller ist auch komplett im Arsch. Lass uns irgendwo anders hinfahren. Nicht den hinterher, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Oh, nicht den hinterher, nicht den hinterher. Alles gut. Ja, gut, ich muss mich erstmal irgendwie vielleicht verarzten. Wo sind die hin? Entweder rechts oder links abgefahren. Krass. Ich glaube, wieder Richtung Stadt. Ja, ja. Hä? Da vorne ist ein Einleitungsladen. Ja, ja, aber da möchte ich auch ungern hin. Auch, okay. Oh Gott. Es gibt so viele wunderschöne Ecken, wo man sich einkleiden kann, wo okay. Keiner so hinkommt. Aber. Du weißt nicht, wer die waren, weil die waren ja auch vor dem PD ja, gerade. Die haben mich irgendwie dumm angequatscht. Ich weiß nicht, was deren Auftrag war. Okay. Oh mein Herz, ich bin komplett fertig gerade. So, jetzt muss ich mir einmal kurz Navi anmachen. Willst du zu dem hier rechts oben?
Genau. Okay. Oh, danke fürs Mitnehmen. Bist du alleine unterwegs heute? Ja, die anderen sind alle irgendwie arbeiten und andersweitig beschäftigt. Okay. Gut. Aber das macht ja nichts. Oh Gott. No, mein armer Roy Roy. Ich heile mich kurz. Au. Okay. Oh mein Gott, ich habe schon so viele so viele Outfits, ich weiß gar nicht mehr, was ich anziehen soll. Na, irgendwas, was halt zum Gericht passt wahrscheinlich, oder? So ein bisschen... Ja, ich hab was. Was, Nein, das ist definitiv overdressed. Ja? Meinst du nicht? Guck doch mal. Also, du oder mein, ich? Ja, ich sehe dich gerade nicht, leider. Ach so. Ich muss mal gucken. Ich bin nicht hinter dir. Siehst du? das ist underdressed. Nicht overdressed. Roy. Ja, okay. Machen wir so. Wir gehen ins Gericht, Mensch. Ja, vielleicht die Haare nochmal ändern? Nein, oder? Ich mag die. Schicki, irgendwas Schickes. Oder. Wer ein Poloshirt ist, ein Poloshirt ist auch nicht schick genug, ne? Na, dann bleiben wir bei Lachs. Bei Lachs? Vielleicht Peitschenfarbe. Was denkst du? Das ist so ein Jackett irgendwie? Ich überlege gerade auch, ob ich... Oh Gott, das ist ja ganz... Ist mein Arm noch so blutig? Ach Gott. Ja, dein Gesicht ist auch noch ein bisschen blutig. Oh Mann. Kannst du vielleicht mal kurz das Gesicht waschen, wenn du dich umgezogen hast? Das finde ich eigentlich mega gut. Mal schauen. Sieht doch schick aus. Ist noch eine andere Hose dazu? Bauchfrei? Echt? Bei mir nicht. Kommt gleich, okay, Moment. Besser? Nein. Okay, dann nicht bauchfrei, hast ja recht. Nein, 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 nein. Oh, ich hasse sowas. Ich habe einfach nichts für sowas. Ja, gar kein Problem. Man muss sich einfach mal die Zeit nehmen und mit dem guten Roy shoppen gehen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Oh, wir haben nur eine halbe Stunde. Okay, das sollte gut klappen. Oh verdammt, dieser Lederfummel, den will ich haben. Der Lederfummel? Ja, den hier? Nee, das andere. Weiter. Den? Weiter. Weiter, weiter. Ja! Oh mein Gott! Oh. Kannst du den denn ausfüllen? Naja, ich muss ja jetzt nicht unbedingt die Körbchen haben, aber so ein Ketten- und Ledergeschirr würde ich mich schon drin sehen. Das ist viel zu brav, das ist nicht... Vielleicht ein Hemd? Hm.
Welche? Warum gibt's das nicht in Schwarz? Achso, macht das T-Shirt mal wieder ein Regal Nummer 15. T-Shirt 15? Mhm. Und dann guckst du mir den Arm nochmal. Auf 15 oder 16? 14, 15, 16, irgendwie so. Das ist T-Shirt 15? Ja. Oh. Nee, das sind Arme 15 und T-Shirt 15, ja. Ach so. Ah, okay. Oh. Komm schon, gib mir irgendwas Passendes. Also irgendwie... Mann! Warum hast du mir jetzt diese Arme verpasst? So. Ich glaube, ich werde einfach mich ganz spießig anziehen. So. Ja, bei uns ist das noch ein bisschen anders. Ich glaube, er muss den Arm noch mal spielen. Ja, genau. Also Arme waren bei mir eigentlich immer auf 5 ganz gut, aber hier gerade... Arme 3. Das ist so ärgerlich mit den Armen. Die 703, das ist doch da oben, oder? Ja. Ich glaube, zum Friseur müssen wir auch noch mal, oder? Bitte zum Friseur? Ja, ein paar, okay. Spitzen schneiden. Na, ja, klar. Ist hier was in der Nähe? Ja, ja, klar. Vespucci. Gerichtsverhandlung, bitte steht mir bei diesem großen Tag. Keine Ausschreitung, benehmt euch. Oh, echt? Hat Helmut Schwarz persönlich getweetet. Oh je. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie... Habe ich da noch irgendwo ein Loch? Lass mich mal gucken. Ja. Ja, ne? Na, hilft ein bisschen. Du kannst die Hände auch hochnehmen, dann siehst du es besser. Jetzt hinten alles gut? Kannst du nur mal hinten gucken? Hinten ist gut. Okay, dann. Mach die Arme mal hoch. Oh, sieht gut aus. Okay, dann... Sehr schlicht. Wird's, ja, ja, ich will schlicht. Ich guck nur noch kurz, ob es die Farbe... Ja, die bleibt so. Okay. Gut, dann haben wir's. Ab zum Friseur. Gericht. So kann ich nicht fahren. Oh, gute Idee. Ich habe nämlich
nachdem ich mich gerade verarzten musste. Hallo, hallo. Ich brauche ein bisschen Werkzeug. Komm schon, gib's mir. Hallo, ich bräuchte ein paar Pflaster. Pflaster wären super. Und noch ein Kit. Okay. Gut. Later. Achso, ja, tschüss. Ach, sieht schon, also die Lackierung ist schon der Hammer bei dem Licht. Ich glaube, du musst nochmal aussteigen. Ah, okay. Oder? Eigentlich nicht. Eigentlich geht es ohne. Aber ich steig gern aus. Okay. Ja? Lackierung ist super, oder? Bei dem Licht? Die ist wunderschön. So, dann ab zum Reserve. Mhm. Let's go. Vorne rechts ist ja einer. Mhm, ganz genau. Ich halte mich lieber in den Gebieten der Stadt auf, die vielleicht nicht ganz so belebt sind. Mhm. Ja, aber das war jetzt trotzdem mega komisch, was die da durchgezogen haben. Ja, man, also die man haben mich... kennt es. Ich kenne das so gut. Echt? Aus Miami aber... und so. Ja, klar. Also ich wurde jetzt noch nie so absichtlich mehrfach angefahren. So aus, ja, aus heiterem Himmel. Deshalb frage ich mich ja, wer das war. Hier ist mein Friseur. Ach, da? Das ist mein Star-Friseur, Udo Balz. Ah, okay. Das gerade ist so ein Tiger-Look, oder? Oh, gut. Nein. Nein? Kein Tiger. Kein Tiger? Was sieht ein bisschen aus wie Tiger? Oder Leopard? Geopard? Ja. Entschuldigung, Tiger nicht. Nee. Hallo, Udo. Hallo. Bring mir was Neues. Oh, ich guck mal, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich was anderes will. Aber mach ja, du auf jeden du Fall. Das mit deinen, Sitzen so mit den Haaren im Pullover ein bisschen. Also Kurzhaarfrisur ist auch gewagt, aber ich will selten Frauen gesehen mit. Ja. Die trage ich gern zur Party, die hier. Dass man hm. Aber jetzt so für den... Ein Dutt oder sowas? Ein Dutt? Ja. Ich glaube, irgendwo gab es ein Dutt. Mein Gott, was war das denn im Wildes? Das ist ein Dutt, aber mir fällt es vorne nicht so. Nee. Okay. Oh ja, mach die Britney. Oh Mann. Okay, das war's. Ich gehe mal wieder zurück. Ich glaube, so wirklich hat er jetzt nichts im Petto, was mir gefällt für die Verhandlung. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Aber ich weiß nicht, wie es von hinten aussieht. Wie komisch. Okay. Da waren die meine, oder? Nur ein Zopf? Nee. 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 Da. Ich glaube, ich bleib dabei, was ich gerade hatte.
klassisch. Oh, oh. Was kam da? Was ist da los? Angespannte Stimmung. Anscheinend ist Jericho schon oben am DOJ. Ah, super, okay. So, ich bleib, wie ich bin. Na gut. Möchtest du? Nee, ich bleibe auch so. Ja, ich guck nur noch, ob ich eine Kette... Gibt's nicht Ketten hier? Accessoire One. Das sind noch Perlenohrringe, oder? Let's go. Okay. Damit wir noch einen guten Platz kriegen. Hm. Wir müssen gesehen werden. Und anschnallen. Hm, mal dran denken. Wir überlegen jetzt zu tanken, aber ich glaube, das schaffen wir noch. Ich glaube, wir können hier schon auch, oder? Oh Gott, ich kenne mich am wenigsten aus. Soll ich es lieber markieren? Ja, mach das mal. Sekunde. Mist, wo soll das sein? Oben beim Observatorium. Ah, genau, also Observatorium. Jetzt ja. Ich war gerade nicht sicher. Oh, Kopfweh, 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 Kopfweh.